Moin Autopflegefreunde, heute habe ich mal 8 Tipps zur Fahrzeugwäsche zusammengetragen, die meiner Meinung nach jeder Fahrzeugpfleger wissen muss. Falls euch noch weitere Tipps einfallen, würde ich mich freuen, wenn ihr diese unten in den Kommentaren postet. Nach dem Intro geht's direkt los. Tipp Nummer 1 ist sehr simpel, vermeide Waschanlagen. Waschanlagen verursachen Kratzer und können deiner Versiegelung schaden. Die Waschanlagen sind leider häufig veraltet, schlecht gepflegt und eingestellt. Gerade Waschanlagen ohne manuelle Vorreinigung oder an Tankstellen sind leider fast nie zu empfehlen. Tankstellenbetreiber werden manchmal von ihrem Mutterkonzern vertraglich gezwungen, eine Waschanlage zu installieren. Häufig interessieren sich die Betreiber gar nicht für die richtige Pflege und gute Reinigungsmittel und so schaden die Anlagen mehr, als dass sie helfen. Ja, es gibt da draußen auch gute Waschanlagen, gerade die Waschstraßen, die gut gepflegt und sauber eingestellt werden, die wo manuell mit Mikrofaser vorgewaschen wird. Solche Anlagen kann man benutzen, es gibt dabei aber zwei Probleme. Ein Laie ist eigentlich nicht in der Lage herauszufinden, ob eine Anlage gut ist oder nicht und am Ende sind Waschanlagen nie so schonend wie eine Handwäsche. Wer sein Fahrzeug also liebt und noch lange etwas von der schönen Optik haben möchte, der wäscht grundsätzlich per Hand. Und das ist dann auch gleich Tipp Nummer 2, nutzt eine Handwäsche. Eine Handwäsche ist die schonendste Art, dein Fahrzeug sauber zu halten. Dabei ist es egal, ob du eine Eimer, eine Zweieimer, eine Viel-Handschuh-Methode oder die Rinseless-Wäsche nutzt. Hauptsache, du beschäftigst dich damit, dein Fahrzeug schon zu reinigen. Damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 3. Wenn du deine Wäsche durchführst, arbeite immer von oben nach unten. Unten ist das Fahrzeug eigentlich immer am dreckigsten. Es ergibt also keinen Sinn, den Dreck von unten irgendwie nach oben zu tragen. Deshalb fang in der Regel immer oben an. Viele haben sogar unterschiedliche Waschutensilien für oben und unten. Wenn du 2 Handschuhe hast, gewöhne dir an, einen immer im oberen Bereich und den anderen immer im unteren Bereich zu nutzen. Tipp Nummer 4 ist, wasche und trockne dein Fahrzeug in geraden Bahnen. Versuche generell diese Kreisbewegung, die man häufig bei der Reinigung nutzt, zu vermeiden. Das liegt einfach daran, dass man kreisförmige Kratzer besser sehen und schwerer herauspolieren kann. Es kann dir nämlich immer passieren, dass du deinen Waschhandschuh nicht gründlich genug auswäscht und dir feine Kratzer in den Lack ziehst. Dann ist es immer besser, wenn du diese Kratzer in geraden Bahnen verlaufen und nicht in kreisförmigen. Tipp Nummer 5. Arbeite mit dem Sonnenlicht. Was meine ich damit? In der Regel solltest du Sonnenlicht vermeiden. Gerade in den Sommermonaten ist Sonnenlicht dein größter Feind. Sonnenlicht lässt die Reiniger schneller antrocknen, was je nach Produkt zu starken Schäden führen kann. Eigentlich jedes Produkt in der Fahrzeugpflege sollte nie auf heißem Lack angewandt werden. Wasche deshalb am besten abends oder morgens und achte auf Schatten. In der kalten Jahreszeit hingegen kann die Sonne dein Freund sein. Ist der Lack zu kalt, lässt sich nicht ordentlich waschen. Die Reiniger wirken nicht so stark und polieren wird auch unmöglich. Hier kann es durchaus mal angebracht sein, in der Mittagszeit am Fahrzeug zu arbeiten, um so den Lack auf eine angemessene Temperatur hochzubekommen. Versuche den Lack immer auf eine Temperatur zwischen ungefähr 15 und 25 Grad zu bekommen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Und dann sind wir auch schon bei Tipp Nummer 6. Viele von euch haben Probleme mit dem Scheibenputzen. Das muss nicht sein, wenn ihr die Zwei-Tuch-Methode benutzt. Habt ein Tuch bereit, mit dem ihr den Glasreiniger einarbeitet. Im Anschluss nehmt ihr dann ein zweites trockenes Tuch und wischt nach. So bekommt ihr eigentlich jede Scheibe streifenfrei sauber. Die meisten verwenden nur ein Tuch, das auch irgendwann feucht vom Glasreiniger ist. Besorgt euch einfach ein zweites Tuch und wendet regelmäßig die Seiten, um die trockenen Flächen zum Nachwischen zu benutzen. Tipp Nummer 7. Schütze immer deine Oberflächen. Du erleichterst dir den Alltag, wenn du den Lack, die Felgen und die Kunststoffe immer versiegelt behältst. Egal, ob du dein Fahrzeug über Jahre mit einer Keramikversiegelung oder nur mehrere Wochen mit einem Wachs schützt. Ein versiegelter Lack erleichtert dir jede Wäsche, schmutzhaftet nicht so stark an den Oberflächen und die Versiegelung schützt vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Streusalz, organischen Verschmutzung und vielem mehr. Achte darauf, dass deine Oberflächen stets geschützt sind. Und als letztes Tipp Nummer 8, schließe dich einer Community an. Über Foren, Discord oder Gruppen kannst du viele Menschen kennenlernen, die dir dabei helfen, dein Fahrzeug richtig zu pflegen. Du bist nicht alleine. Möchtest du in das Thema Politur einsteigen? Eine Community ist der perfekte Startpunkt. Hier helfen die erfahrenen Nutzer dabei, dass du möglichst sicher und einfach starten kannst. Tausche dich mit anderen Autoverrückten aus und lerne ganz neue Sachen zum Thema Fahrzeugpflege.
Natürlich kann ich dir dafür nur wärmstens unseren Discord-Server empfehlen. Hier kannst du kostenlos mitmachen. Ich habe da mal ein Video zu aufgenommen. Was Discord ist und wie es funktioniert, schau da gerne mal rein. Aber es gibt natürlich auch andere Orte im Netz, wo man sich treffen kann. Auch das Fahrzeugpflegeforum kann ich dir zum Beispiel sehr empfehlen. Beide Communities habe ich dir mal unten in den Kommentaren verlinkt. Das waren sie also, meine Top 8 Tipps. Hab ich was vergessen? Schreibt gerne mal unten eure Tipps rein und vielleicht mache ich dann mal einen zweiten Teil mit 8 weiteren Tipps. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert gerne unseren Kanal. Lasst uns auch einen Daumen nach oben da, falls euch das Video geholfen hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Euer Morris von Auto Lifestyle. Really upset that they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it. No ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and onomatopoeia. I had to re-up on a reel, so you stay defeated. And put it back into the bit, cause I don't really need it.